So, das konnte ich jetzt leider nicht vorlesen. Ich habe mir die Nase geputzt und dabei ist Mikro ausgeschaltet. So, können wir uns. Ja, wir können uns bewegen. Moment, wo packe ich jetzt das Taschentuch hin? Ha, wie ist mit der Hose? Ha, genial, MG. Wir gehen zurück. Sie ist abgeschlossen. Oh mein fucking Gott. Vielleicht kommen wir auch von hier. Ja, kommen wir. Kluger MG. Ganz kluger MG. Helllichter Tag. Das ist nicht gruselig. Sie ist abgeschlossen. Ja. Ja. Okay. Ich brauche wirklich ein Telefon. Ich möchte nämlich die andere Route weiterspielen. Die Parkroute. Die sind wir nämlich noch gar nicht durch. Die ging noch weiter in dem Haus. Das habe ich auch erst erfahren. Durch Henne. Danke, Henne. Also solche Infos brauche ich denn wirklich. Zumindest für eben diesen Fall, da ich ja, ihr wisst ja, dass ich alle Routen spielen will. Aber ich denke, ich werde erst einmal eine Runde Einkerbung im Boden betrachten. Ich werde erst einmal diese Route zu Ende spielen und dann geht es im Haus weiter, obwohl es im Haus natürlich besser wäre, denn es ist nicht ganz so groß wie diese Route. Zumindest nach dem, was ich so weiß, was er mir erzählt hat. Sie ist auch abgeschlossen. Eine Wasserleiche. Ah, ein Wasserlache ist vor der Tür. Da hat jemand sein Glas verschüttet. Gut, nichts weiter. Hier. Rausgehen. Telefonzelle. Sie ist auch abgeschlossen. Was? Oh, da oben links ist noch eine. Natürlich ist es die letzte Tür. Wie, die ist abgeschlossen. Sie ist offen! Ein Telefon! Ein Buch! Eine Uhr an der Wand. Auf dem Schrank. Put, put, put. Ich nehme jetzt einfach mal Fall 5. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt den anderen Speicherstand weiter. Mich würde interessieren, wie es da weitergeht. Oh mein Gott! Außerdem haben wir hier noch volle Energie. So, willkommen in dem Haus. Wir erinnern uns, das Haus ist direkt nach dem Park mit uns und euch. Und die Bodendielen aus Holz. Gut, was wird uns hier erwarten? Von helllichter Tag zu Nacht. Willkommen in Silent Hill. Ein seltsames Getränk steht im Regal. Das rühre ich besser nicht an. Es könnte ein Heilmittel sein. In den Kästen befinden sich verschiedene Ordner mit Schulmaterialien. Schulmaterialien? Ein gewöhnlicher Schreibtisch sieht aus, als wäre er lange nicht genutzt worden. Okay. Die Vorhänge sind zu. Sie sind auch überhaupt nicht verdächtig. Da liegt ein kleiner Abriss. Er ist ein Glücksfang, entwickelt sich hervorragend. Die nächste Prüfung steht schon bereit. Bald ist er ein offizielles Mitglied unseres Clubs. Achso, unseres Clubs. Seine Frau könnte Schwierigkeiten machen, aber lassen wir uns davon nicht beirren. Er wird uns große Dienste leisten. Der Club der Hobbydetektive. Ein gewöhnlicher Schreibtisch. Bla 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 bla. Der Koffer ist mit einem Zahlenschloss versehen. Wie soll ich die Zahlen drehen? Gar nicht. Es ist gar nicht abgeschlossen. Ach. Ja, ich breche einfach mal in das Haus ein, knacke irgendwelche Koffer. Das Schloss ist kaputt, ich kann sie nicht öffnen. Kaputte Schlösser. Ja, ist ja wie in Silent Hill. Oh. Die Tür sieht aus wie ein Polizeirevier. Die Tür ist verschlossen. Diverse Schulakten kleben darin und auf dem Boden. Oh nein, jemand hat sie mit Schulakten zugeklebt. Deswegen geht es nicht auf. Verschiedene Fotos im Deutschen schreibt man mit F. Eine der dreiköpfigen Familie hängen an der Wand. Die Gesichter sind alle stark verschwommen. Ich kann ihren Ausdruck nicht deuten. Gruselig. Das Schloss ist auch kaputt. Ich kann sie nicht öffnen. Was ist hier nur los? Und draußen ist es immer noch dunkel. Ah ja, wir befinden uns immer noch in der Parallelwelt. Zumindest würde ich sie als solche deuten. Ich muss kurz meinen Bildschirm abwischen, der ist ziemlich verstaubt. Ein Teddy? Hallo Teddy. Aber es ist sicherlich nicht der gleiche Teddy. Da steht eine Spieldose auf dem Stuhl. Leider fehlt der Stift. Ich kann sie nicht aufziehen. Warum sollte ich? Da ist ein Ballettkleid, wie das von Sophie. Ich kann es nicht anziehen. Es ist mir zu klein. Ein Teddybär. Ist das dasselbe wie in meinem Zimmer? Nein, unmöglich. Oh mein Gott, er hat geblinzelt. Nein, hat er nicht. Eine Kinderschrift liegt auf dem Bett.
Jeden Tag übe ich, damit Mama hinschaut und Papa wegsieht. Jeden Tag übe ich. Mama ist nicht zufrieden. Papa kann mich nicht lieben. Jeden Tag übe ich. Mama und Papa streiten sich. Mama sagt, ich muss besser werden, aber Papa lässt mich nicht besser sein. Jeden Tag übe ich. Der Teufel sieht mir über die Schulter. Jeden Tag übe ich und er sieht vom Himmel herab auf mich. Jeden Tag übe ich, der Teufel nimmt mich mit zu sich. Mama sieht weg, Papa sieht hin und jeden Tag übe ich. Ist ein kleines Gedicht. Der Teufel sieht hin, er sieht weg. Jeden Tag übe ich. Mama schau hin, Papa schau weg. Ein gutes Gedicht. Da ist eine Seite aus einem Tagebuch. Die Schrift sieht aus wie die einer Jugendlichen. 3. August 1987. Liebes Tagebuch. Ich meine... Liebes Tagebuch, ich werde immer mehr zu dem Menschen, den ich hasse, und kein Engel ist da, um mich festzuhalten, damit ich nicht immer tiefer in das Loch versinke, welches ich es mir selbst geschaufelt habe, weil er es so wollte. Ich will auch wieder so sein wie früher. Das kleine Mädchen im weißen, unbefleckten Tutu, Tutu, Tutu. Und dennoch erwische ich mich immer wieder dabei, wie ich des Nachts aus dem Haus schleiche, wenn mich die Lust zwischen meinen Schenkeln packt und ich mich diesen Männern hingebe, von denen ich nicht weiß, wann sie versuchen werden, mich zu töten. Nur solange sie was zu ficken haben. Ob du es glaubst oder nicht, in diesen Momenten gefällt mir das sogar. Wenn ich jetzt daran denke, plagen mich Ekel und Verachtung mir gegenüber. Und ich geißle mich selbst in der Hoffnung, dass ich diese schmutzige Seite los werde. Es hat mir etwas gegeben. Er weiß, was alles dunkler wieder gut werden lässt und dieses Lama Tarapa macht. Zumindest für den Moment. Bis bald. S. Mein Tagebuch darf nicht wissen, wie ich heiße, deswegen kürze ich mich ab. Plüschtiere und Schulbücher sind auf dem Tisch. Okay, anscheinend irgendwie eine Jugendliche, die sich irgendwie prostituiert oder so. Da steht eine Spieldose auf dem Stuhl und ich finde den Stift nicht. Wäre ja auch zu einfach, sie mit Gewalt zu öffnen. Ja, Gewalt, sehr einfach, ja. Das Schloss ist auch kaputt, ich kann sie nicht öffnen. Moment. Unten ist ein Koffer. Haben wir schon Zahlen erhalten? Ja, an sich schon. Schauen wir noch mal. Moment. Plüschtiere und Schulbücher sind auf dem Blablabla. Oh Gott. Ja, hier können es welche sein. Ich schreibe die mir mal auf. Ach. 3. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August. Der 8. Moment nochmal. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August. Ich irre mich ja gerne mal. 3.8.1987. Könnte ja sein. Ja, und ich enter das jetzt hier einfach durch. Ihr seht, das geht richtig fix, richtig flux. Wow, geht das schnell. Wow, ein beflecktes Tutu, Tütü. Ja, tragisch. Sehr tragisch. Ich krieg mich nicht mehr ein, voll wegen dieser Tragik. Und warum ist hier niemand zu Hause? Und was war das an der Mauer? Ein Monster. Wann finden wir endlich die Kettensäge? Aber nein, wir finden nur den Kraftstoff für die Kettensäge. Bis bald, S. Schön. Schön. Ich würde sagen, sehr schön. Nach unten müssen wir sowieso, ob wir uns speichern wollen oder nicht. Was ist das? Ein paar kleine Ballettschuhe. Oh! Also, sie hat jeden Tag Ballett geübt. Mutti ist stolz auf sie, aber... So, den spreche ich hier. Aber Papi findet das nicht gut. Und hier ist jetzt offen. Es war schon immer offen. Okay. Der Koffer ist mit einem Zahlenschloss versehen. Wie soll ich die Zahlen drehen? Bin ich dafür überhaupt kräftig genug? Probieren wir es mal damit. 1987. Das war wohl nicht richtig. Ein gewöhnlicher Schreibtisch. Sieht aus, wäre lange nicht genutzt worden. Nichts. Toll, was für ein unglaublich spannendes Haus. Oh, das Schloss ist kaputt. Ich kann sie nicht öffnen. Ich bin unfähig.